Yo, hey, hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Twisted Rubin Randomized Nuzlocke Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich hier über Route 111 und Route 12 gelaufen, bis zur Höhle, durch die wir durchgehen müssen, den feurigen Pfad. Diese Episode, meine Freunde, werden wir auch genau diesen Pfad angehen, aber vorher haben wir noch drei Encounter, die wir uns snacken können, aber wie immer natürlich ein kurzes, knackiges Team-Recap. Vulcan Nummer 1 im Squad, auf Level 32 mit Edelmut als Fähigkeit, Flammensturm, Funkenflug, Erdkräfte Zertrümmerer und der Feuertafel, um die Feuertacken zu boosten. Wir haben dabei King auf 31 mit Wolke 7 als Fähigkeit, Giftstachel, Hornattacke, Energiefokus, Doppelkick und der Flinkklaue, damit es zuerst angreifen kann. Wir haben dabei Toscha mit Finalschlag, einer nutzlosen Fähigkeit, aber Fund, Gedankengut, Blobstrahl und Psychokinese trägt Überreste, weil Toscha ein thicker Pinguin ist. Dann haben wir dabei Press auf Level 30 mit Viskosität, Flügelschlag, Rückenwind, Donnerwelle, Funkensprung und dem Expertengurt, um Step-Attacken zu boosten, sehr effektive Attacken zu boosten. Dann haben wir dabei Brew auf Level 30 mit Adrenalin, Schlitzer, Zerschneider, Käfer, Biss und Rasierblatt, Physical Sweeper fast schon mit der Wundersaat, um Pflanzenattacken zu boosten. Und last but not least ist Rai Jin, unser Trikefalo, aka Hydreigon, mit Kopfnuss, Feuerodem, Knirscher, Diebeskuss, dem Fokusgurt, um nicht gewone-shottet zu werden, und Flammkörper als Fähigkeit. So, ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal ganz kurz zurück auf Route 111, holen uns da den ersten Encounter und checken mal ab, was wir da kriegen können. Vielleicht ist da ja irgendwas Dopes bei. Hier ist schon Route 111. Hier slipsliden wir erstmal ganz kurz durch. Müssen hier wieder einen Felsen kaputt trümmern. Bam! Und unser erster Encounter auf Route 111 ist Vulnona im Pink. Ich wollte gerade sagen, die einzige Möglichkeit, hier ein Pokémon zu encountern auf der Route, ist, indem wir hingehen und fischen, also angeln. Aber nein, nevermind, wir können auch einen Zertrümmer-Encounter kriegen. Und Vulnona ist ziemlich dope, so muss ich zugeben. Holy fuck. Mein Vulnona ist sowieso eins meiner Favoriten. Gerade auch Alola Vulnona. Sogar noch mehr Alola Vulnona als Vulnona an sich, aber okay. Aber ich glaube, ich kann dich nicht wirklich schwächen. Ich habe keine Möglichkeiten in dem Großen und Ganzen. Ich mache einfach nur Donnerwelle und chuck mal ein paar Bälle, würde ich sagen. Zur Not kann ich nochmal Pfund drücken oder so auf Toscha. Vielleicht überlebst du das ja. Aber vielleicht bleibst du auch einfach im Ball drin, das wäre was. Let's go, Pokéball. Schnapp dir Vulnona. Eins. Zwei. Damn it. Ich muss sagen, ich mag die Farbe von Vulnona. Gerade auch diese etwas dunkleren Spitzen an den Schwänzen und so. Super, super cool. Auch wenn es ein bisschen zu pink ist overall. Was heißt zu pink? Eigentlich nicht mal. Also der Pinkton ist perfekt, aber es ist irgendwie so viel Pink auf einen Schlag in dein Gesicht. Das ist genauso wie bei Tauros, das so giftgrün aussah. Aber ja, klasse. Vulnona wurde gefangen. Sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Zeig mal ran hier. Giftfee. Wow, was ein geiles Typing. Jetzt verstehe ich auch das Pink-Lila, ne? God damn. Du bist weiblich. Vulnona weiblich. Hm. Achso, ich mach gerade Caps. Ups. Shanna, unser Vulnona. Erstmal Power im PC. Gift, Fee. Richtig gutes Typing. Bin ich sehr zufrieden mit. Ist ein gutes Backup, Mon. Ich meine, bis jetzt ist uns noch kein einziges Pokémon gestorben. Knock on wood. Dass es auch so bleibt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gebe mir ja auch mega Mühe, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Also ich bin sehr vorsichtig und wechsle aus und spiele fast schon competitive, damit ich keine Pokémon verliere. Erster Encounter auf Route 112 ist Munna. Beziehungsweise nicht Munna, sondern Somniam, die Vorentwicklung. Es hat Edelmut. Achso, nee, es hat die mit uns geswappt. Never mind.
Chuck einen Pokéball, auf geht's. Somnian ist jetzt nicht unbedingt was, was ich ins Team aufnehmen möchte. Könnte Toscha ablösen als Psychotypen. Aber ich glaube, bevor ich Somnian ins Team aufnehme, nehme ich lieber Vulnona ins Team. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, logischerweise hinzugehen und ein anderes Wasser-Pokémon wie Yoshi aus dem Team zu holen. Oder aus dem PC zu holen. Wir haben was zum Ablösen von Toscha, wir haben was zum Ablösen von Raijin. Wir haben nämlich Mantax und Dialga im PC. Wir sind Gucci. Selbst wenn uns mal irgendwas passieren sollte in einer Hardcore-Episode, wo wir ordentlich kassieren, haben wir auf jeden Fall Backup für alle unsere Typings, so gut wie alle unsere Typings im PC. Was ganz dope ist eigentlich. Du bist weiblich, okay, wie nennen wir dich denn? Willkommen im PC, Scarlet. Scarlet Violet. Gut. Und dann Encounter Nummer 3 für diese Episode ist hier im feurigen Pfad. Dann gib mir mal ein cooles Mon. Encounter ist Novi. Nicht cool, aber auch nicht blöd. Gebe ich ehrlich zu. Kokowai ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall benutzbar. So viel sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, wenn es beim ersten Mal drin geblieben wäre, wäre halt dope gewesen. Vor allen Dingen, ich habe mir auch so gedacht, so, ich sage jetzt nichts, will es nicht jinxen. Und dann bricht es doch noch aus. Bro, ist okay. Bro, ist okay, ich habe verstanden. Du bist der super Accuracy Ninja. Du hast 50 Scope-Linsen und so weiter. Oder 5, eine pro Ei. Eins. Wie viele Eier sind das? Sind das 5? Ne, es sind 6 Eier. Drei. Okay, ich wollte gerade sagen. Triff wieder 5 und ich drehe durch. Yes! Okay, das einzige Pokémon, was mir gerade auffällt, für das wir keinen aus... Doch, wir haben Glurak, nevermind. Ich wollte gerade sagen, das einzige Pokémon, für das wir keinen Ersatz haben, ist Kamarupt als Feuertyp, aber wir haben Glurak im PC, meine Freunde. Wir haben echt für alles den Swap-In im PC. Den Spitznamen geben... Du bist männlich. Okay. Ich habe einen Zuschauer, der geschrieben hat, er wäre gerne ein Drachen-Pokémon. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir nochmal einen Drachen so schnell encountern. Sorry, Bobby, aber du bist jetzt sechsfach Bobby. Das Owei, aka später Kokowai. Ich hoffe, das ist okay. Immerhin ist ein Pokémon nach dir benannt worden. Frames, please. Oh, okay, ja. Mana 4 hat man noch nicht geladen. Macht Sinn. Das hätte ich gerne gefangen. TBH. So, dann wollen wir doch mal. Immer noch Route 112. Hier gibt es doch keinen neuen Encounter für uns. Reshiram. Alles klar, mein Freund. Wie wär's, wenn du ein bisschen relaxed, hä? Nur so ein bisschen. Du bist auch Level 25 auf einmal. Okay. Ich heile erstmal ganz kurz voll. Bin so ein bisschen paranoid, wenn ich ehrlich sein darf. Begrenzer. Vor allem sind die Level hier ordentlich hochgesprungen. Ich meine, wir sind immer noch deutlich drüber, keine Frage, aber trotzdem. Feuerattacke, okay. Kein One-Shot, obwohl es effektiv ist. Flammenwurf, Mann. Crazy, hätte ich auch gerne. Bin schon so ein bisschen neidisch. Da
Down you go. Bye bye, Reshiram. Gib mir die saftige, süße, leckere XP. Steinhagel. Vielleicht. Ist das physisch? Ja, es ist physisch, ne? Okay, dann lernen wir das nicht. Okay. Dann lernen wir das nicht, weil wir sind eher auf dem Special-Weg gerade mit unserem Vulcan. Gebe ich ehrlich zu. Oh, Item. Superball. Okay, taken. Wir taken das, wir taken das. Easy peasy. Und hier sind ein paar Berries, nehme ich mal mit. Die sehen lecker aus, Mann. An denen würde ich selbst auch naschen. Himbeeren. Die guten Himbeeren. Nice, okay. Dann haben wir die auch mitgenommen. Ich will mal ganz kurz hier mit rumlaufen. Schreck mich doch nicht so, Mann. Holy fuck. Schon wieder Route 111. Okay. Wir hätten also auch hier einen Route 111er Encounter kriegen können. Nicht drüber nachgedacht, aber was soll's. Ich meine, wir haben einen richtig geilen Route 111 Encounter gekriegt. Da darf ich mich nicht beschweren. Sind wir einfach mal ganz ehrlich. Weil unser Route 111 Encounter mit Vulnona ist schon sehr einzigartig und interessant. Auch ein Pokémon, mit dem ich dann rumexperimentieren wollen würde in der Zukunft. Keine Frage. Wie viel Damage uns das Reshiram gemacht hat, obwohl es nur Moves gemacht hat, die wir resisted sind eigentlich. Schon crazy, ne? Hat schon gut Damage gemacht. Porenta, Mann. What the fuck? Porenta! Schlitzer. Staralili. Was ein interessantes Team, Mann. Das erste Pokémon von ihm war immer noch das beste Pokémon. Warum hast du ein Level 24 Staralili dabei? Sollte sich doch schon 50 mal entwickelt haben, oder nicht? Naja, okay. Ich möchte mal ganz kurz Vulcan heilen. Ich weiß, wir machen gerade hier einen auf Solo-Episode mit Vulcan. Aber der gute Boy hat's verdient halt. Und weiter geht's. Hier ist der Howdy-Partner. Partner? Partner, ja. Partner, obviously. Was rieche ich denn da? Riechst du das auch? Hier riecht's ganz verdächtig nach Abenteuer. Yo! No dope, Bro! Das hier ist der perfekte Ort. Das muss einfach eine Geheimstelle sein. Hier ist genug Platz, um eine super tolle Geheimbasis einzurichten. Audi, Pokémon-Trainer, was kann ich für dich tun? Hä? Du wolltest gar nicht mit mir reden? Come on, sei doch nicht so schüchtern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Lass uns kurz plaudern. Mein Name ist Johnson. Ich stamme aus Einal und bin 25 Jahre jung. Okay, who cares? Ich bin schon seit 11 Jahren auf der Suche und wandere umher, um meinen Dream zu folgen. Was mein Traum ist, willst du wissen? Einen Place zu finden, der nur mir gehört. Ich mag, dass er genauso viele Anglizismen benutzt wie ich auch. Irgendwie fühle ich mich mit dem Typen direkt zu Hause so. Aber I don't care! Solch einen Ort nenne ich Super Geheimbasis. Ich bin all over Hoenn unterwegs, um die ideale geheim, super, mega krasse Geheimbasis aufzuspüren und einzurichten. Was, sag bloß, du weißt nicht, was Geheimbasen sind? Ein Leben ohne Geheimbasis ist einfach zu traurig. Pass auf, Partner, ich klär dich auf. Are you ready? Also gut, was sind Geheimbasen? Die Kurzfassung lautet Abenteuer pur. Und jetzt die Langfassung. Geheimbasen sind tolle Orte, an denen dich jeder besuchen kann und wo du dank vieler Deko-Objekte der Welt deine Kreativität zeigen kannst. Und wo wir schon mal dabei sind, zeige ich dir gleich, wie man eine Geheimbasis einrichtet. Hier, Partner, nimm erstmal das hier. Okay, Geheimpower. We take those. Mit dem Move Geheimpower kannst du Eingänge zu versteckten Orten aufspüren. Aber Eingang klingt irgendwie total langweilig. Oder totally langweilig. Deshalb sage ich lieber Geheimstellen. Das klingt einfach mehr nach Abenteuer.
Yeah, schau mal her. Das hier ist eine Geheimstelle. Siehst du, wie die Ranke da... Was da jeden Augenblick von dem Baum herabzufallen scheint? Exakt an solchen Orten musst du Geheimpower einsetzen. Oh yeah, davon kriege ich nie genug. Das war der erste Schritt zu deiner eigenen Geheimbasis. Genauso findest du Eingänge zu Geheimbasen, mit anderen Worten, also Geheimstellen. Merk dir das bitte gut. Nicht schlecht, was für ein toller Grundriss. Hinter jeder Geheimstelle verbergen sich Räume, die unterschiedliche Grundrisse und Größen bieten. Wenn du also eine solche Geheimstelle siehst, solltest du zumindest einen Blick hineinwerfen. Stell dir vor, wie es hier erst aussehen wird, wenn jemand diesen Ort als seine Geheimbasis eingerichtet hat. Dekoobjekte, soweit das Auge reicht, und jede Menge gut gelaunter Freunde. Die bloße Vorstellung macht mich schon happy. Ach ja, wie heißt du eigentlich? Ah, Gimp also. Dann spitz mal die Lauscher, Gimp, denn ich gebe dir jetzt noch einen useful Tipp. Wenn man fröhlich ist, sollte man sein Glück auch in Worte fassen. Dann fühlt man sich gleich doppelt so gut. Na, willst du mir verraten, was du sagst, wenn du fröhlich bist? I don't know. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich sag einfach mal yeah. Yeah, boy, yeah! Yeah? Yeah, haha, das fetzt. Du willst wissen, warum ich dich sowas frage? Aber es liegt doch auf der Hand. Es ist offensichtlich, dass du in Zukunft oft Grund haben wirst, fröhlich zu sein. Geheimbasen sind Abenteuer pur und geben dir ganz oft Anlass dazu, fröhlich zu sein. Eigentlich könnte ich mir direkt hier meine Geheimbasis einrichten, aber dieser Grundriss wäre irgendwie besser für dich geeignet. Ach, weißt du was? Ich überlasse dir diesen genialen Platz. Echt nice von mir, oder, Partner? I don't give a shit. So, das ist ab jetzt eine persönliche Geheimbasis. Du kannst sie ganz nach Belieben gestalten. Deinen Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Ach, noch ein Wort zur Umgestaltung deiner Geheimbasis. Über den PC in der Geheimbasis kannst du Dekoobjekte nutzen, mit denen du deinen Unterschlupf ganz nach Lust und Laune einrichten und gestalten kannst. Komm zum Punkt! Dort steht der PC. Mit ihm gelangst du an die einzelnen Gegenstände zur Dekoration deiner Geheimbasis. Wähle einfach die Objekte aus, die dir gefallen, und platziere sie entsprechend deiner Vorstellung. Bislang durftest du noch nicht allzu viele Objekte haben, also will ich dir mal ein paar spendieren. Oh, last but not least, mit der Einrichtung deiner eigenen Geheimbasis hört der Spaß noch lange nicht auf. Du kannst nämlich auch anderen Leuten in ihrer Geheimbasis einen Besuch abstatten. Wenn du die Geheimbasis von jemand anderem findest, dann zieh dich nicht und wirf einen Blick hinein. Ich leg dir außerdem ans Herz, in jeder fremden Geheimbasis die Fahne neben dem PC einzusacken. Das lohnt sich später total, versprochen. Aber ein andermal mehr dazu. Ich wünsche dir jetzt erstmal loads of fun mit deinem Geheimbasis- oder Geheimbasenalltag. So, ich mache mich da mal langsam auf den Weg. Die Suche nach meiner eigenen perfekten Geheimbasis must go on. Jetzt heißt es fürs erste Abschied nehmen, Partner. See you later, Gimp. Wenn du mich brauchst, findest du mich in der Geheimbasen-Gilde in Baumhausen City. Okay. Ich muss sagen, ganz im Ernst, Leute, der Grund, warum ich das hier vorgelesen habe und nicht drüber geskippt bin, ist, weil ich dazu was ansprechen wollte. Ich muss sagen, Geheimbasen in Oras und aber auch in Gen 4, der Untergrund mit seiner eigenen Geheimbasis und so weiter, mit den Fallen und den Deko-Sachen, super, super nice. Warum haben wir das nicht mehr in den Switch-Spielen gehabt oder in Sword and Shield jetzt gehabt? Wenn ich ganz ehrlich bin, vermisse ich so Kleinigkeiten wirklich. Die bringen andauernd neue Fan-Favorite-Sachen, sag ich mal, zurück in die Spiele und, machen den ein oder anderen Feature-Kram. Aber die ganzen Features, die sie in letzter Zeit rausbringen, die wirken auf mich immer so unvollständig. Zum Beispiel Pokémon folgen einem, aber nur auf der Isle of Armor, nicht im restlichen Spiel. Und manche Pokémon folgen einem total verbuggt und hässlich und total langsam und porten dann hinterher. Manche verfolgen einen noch richtig gut. Also das ganze System wirkt so halbfertig einfach nur reingeschmissen, damit die Leute Ruhe geben. So nach dem Prinzip, ihr habt ihr den Scheiß, jetzt nervt nicht mehr. Ich weiß nicht. So Kleinigkeiten wie Geheimbasen oder Untergrundbasen im Diamant und Pearl etc. etc. Das war zwar nicht viel Content, damit hat man sich nicht viel auseinandergesetzt, aber es hat immer Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, damit ein bisschen was zu machen. Ich weiß noch, dass man in der Geheimbasis einen Trainer aufstellen konnte in Oras und dem Trainer konnte man Haitairas geben.
und man konnte hingehen und damit Pokémon Power leveln. Weil hier in dem Spiel gibt es ja keine Candies wie ein Schwert und Schild. Und wenn man hier in dem Spiel Power leveln wollte, konnte man in eine Geheimbasis reingehen und konnte da die ganze Zeit den Trainer herausfordern, der Haitairas hatte. Und die Haitairas haben die ganze Zeit XP geboostet ohne Ende. Nach ein paar Kämpfen war man schon fast Level 100. Und das war so ein entspanntes, cooles Feature. Und umso mehr Freunde man auf der Freundesliste hatte, umso effektiver konnte man halt auch trainieren. Und ich muss sagen, so Kleinigkeiten, so Systeme, die Spaß machen, fehlen so ein kleines bisschen. Sword and Shield wirkt so trocken, was das betrifft. Aber ich glaube, hier in dem Let's Play, in dem Playthrough, werden wir nicht hingehen und Geheimbasen machen, wenn ich ehrlich bin. Die Gute heilt einen, das weiß ich noch. Oh, du meine Güte, deine Pokémon müssen vollkommen erschöpft sein. Ruh dich hier ruhig etwas aus, das ist doch eine gute Idee, nicht wahr? Thanks. Die Alte will einen gar nicht mehr gehen lassen. Haus der alten Dame, komm deine müden Knochen ausruhen. Okay. Gut. Eine Himbeere. Und jetzt klaue ich dir deine Bären. Feels bad, mein kleines Mädchen. Aber ich weiß nicht, ob du die Pflanzen hier meinst mit den Pflanzen, die du am Gießen bist, oder andere Pflanzen. Ich weiß nur, dass ich die hier ganz elegant mitgehen lasse, weil die interessant und cool aussehen. Und die Bären sehen immer so saftig aus, ich würde am liebsten selbst reinbeißen. Feuerrote Blumen, tu das. Wait, das ist eine Anspielung auf Pokémon Feuerrot und Blattgrün? Alter, willst du kämpfen? Wollte gerade sagen, du siehst so aus, als wenn du kämpfen wollen würdest. Als wenn du auf Kampftrip wärst. Dann komm mal ran hier. Traunfugil. Wir haben eben schon deine Vorentwicklung verprügelt. Wow, es hat auch Endland. Gönn dir. Das Lustige ist, damit boostest du jetzt auch meinen Flammensturm. Sorry, aber nicht sorry. Von dir bleibt nichts über. Sein, ich treffe mich jetzt selber. Ey, wir kommen mal durch die Verwirrung durch. Das ist ja ein Wunder. Und das war ein Crit. Crit plus geboostet durchs Wetter. Damn. Das Ding wurde echt ausradiert. Staravia. Ich wechsle mal, aber nur weil ich verwirrt bin. Weil es mich nervt, dass ich verwirrt bin. Außer man wäre eine Vulcan-Only-Episode gehabt. Jetzt können wir natürlich auch mal Press ein bisschen Liebe schenken. Außerdem ist Press fast Level Up. Bedeutet, wenn wir jetzt das Ding ausnocken, sollten wir Level Up sein auf Press. Lohnt sich. Kabam! Nice, 31. Progress! So, dann geht's weiter hier lang, würde ich mal sagen. Und wir kommen dann auch schon fast an der nächsten City aus. Voneira. Okay, ich wollte gerade schon sagen, bitte schickt nichts in den Kampf, was mich irgendwie abfuckt. Aber mit Voneira komme ich klar. Damit kann ich arbeiten. X-Abwehr. Aber es ist nur normale Verteidigung, wir greifen Special an. Sorry, Bro, du bist Matsche. Es gibt trotzdem gute XP, auch obwohl es ein Baby ist. Aber ja, es gehört halt zur Voneira-Reihe, ne? Und die Voneira-Reihe oder Chanera-Reihe generell, Haitaira, die geben halt alle viel XP. Fluch macht eine Menge Damage in der Gen hier. Darf ich echt nicht unterschätzen, wie viel Damage Fluch machen kann. Schaut euch mal an, ey. Wir waren Full HP. Wie viel Damage der Scheiß macht, das ist crazy. Naja, Glutexo mag keine Erdkräfte, das schwöre ich dir. Baller das Ding mal ganz kurz weg. Nice, nice, nice. Vulcan 34.
So langsam können wir ihn ausswappen. Wie gesagt, mein erstes Ziel war so 33, 34. Und sobald mein ganzes Team auf 33, 34 rum ist, bin ich halt am Überlegen, dann hinzugehen und Richtung 36 zu trainieren. Hi! Oh nein, diesmal kämpfen will er was. Bis hier war es ganz schön weit. Ich war erschöpft, also habe ich eine Pause eingelegt. Dein Pokémon-Team scheint auch reif für eine Verschnaufpause zu sein, Gimp. Ich heile es für dich. Perfekt. Ich bin auf dem Weg zu Professor Cosmo, einem berühmten Meteoritenforscher. Er untersucht zusammen mit mit Professor Birk, ob es irgendeinen Zusammenhang zwischen Pokémon und Meteoriten gibt. Also los! Bis laut Wechselfeld sollte es nicht mehr weit sein. Strengen wir uns an. Hey, du hast doch gesagt, das nächste Mal werden wir uns sehen, kämpfen wir wieder. Anscheinend ja nicht, du Lügner. Route 113 sind wir jetzt, heißt, Zeit für den neuen Encounter, Freunde. Let's go! Schniebel, okay. A-okay. Ziemlich cool. Schniebels Catchrate ist jetzt nicht so atemberaubend. Heißt, ich benutze diesmal auf jeden Fall Para, damit wir es ein bisschen leichter haben. Finte. Okay. Donnerwelle drauf. Okay, wir müssen... Ah, okay, es macht keinen Schaden. Ich würde gerade sagen, wir müssen wieder auswechseln. Ist halt ein Sneebel, ne? Aber es macht halt keinen Damage. So, dann schnapp es dir. Eins, zwei, drei. Yes, easy. Irgendwie haben wir heute Glück. Irgendwie brauchen wir heute nicht so viele Pokebälle. Die meisten Pokémon bleiben relativ schnell drin, ne? Gott sei Dank. Zieht die Episode nicht so lang und gleichzeitig erspart es uns eine Menge Trouble. Und spart uns Geld. Einen Spitznamen geben auf jeden Fall. Wir nennen dich... Wie nennen wir dich denn? Sanuya, das Niesel, geht in den PC. I don't know, was das für ein Name ist, fragt mich nicht, Leute. Ich habe einfach Just for Fun den Namen gegeben. Aber ich würde sagen, meine Freunde, ja, wir sind deep genug. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. In der nächsten Episode werden wir hier Route 113 erkunden und hoffentlich schon in der nächsten City ankommen, um dann da natürlich weiter zu progressen Richtung die Berge. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Meteor Falls, glaube ich. Damit wir dann da Team Magma Action fahren können und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Wir versuchen natürlich nächste Episode so weit zu progressen, wie es nur möglich ist. Aber für jetzt bin ich erstmal raus. Wünsche euch wie immer noch einen super tollen Tag. Lasst es euch gut gehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.